Okay Leute, es wird ernst. Wir spielen das Spiel in diesen, ja, in dieser Aufnahmesession durch. Ich habe eine Kamera. Ach ja, das ist ja die von vorhin, genau. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden, und zwar muss ich hier jetzt mal ein bisschen bei mir lauter stellen, so. Okay. Natürlich, Ma'am. Natürlich. Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich wollte das wirklich nicht vorschlagen. Wenn Sie mir nur Ihr ursprüngliches Ziel sagen würden... Ich verstehe das. Ich verstehe. Darüber diskutiere ich nicht mit Ihnen, Ma'am. Wenn Sie mir Ihren Zielflughafen nennen, vielleicht... Natürlich, Ma'am, Albuquerque. Aber wenn Sie mir nicht sagen... Ja, Albuquerque. Ich diskutiere das nicht mit Ihnen. Hören Sie, die andere Leitung klingelt. Könnte ich... Verzeihung. Ich verstehe und werde versuchen... Eine Sekunde. Hey, können Sie mir bei den Anrufen helfen? Tut mir leid, ich bin sehr beschäftigt. Nur 5 Minuten, Kollege, komm schon. Ich sollte schon seit einer halben Stunde weg sein. Hör mal, wer ist dein Vorgesetzter? Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Jones. Jones? Jones wer? Pat Jones. Ich muss gehen, ich bin sehr beschäftigt. Hey, warte, wie heißt du? Ich werde... Ich wollte das wirklich nicht vorschlagen... Nein, das habe ich nicht gemeint. Ja, okay. Da sieht man, was das Personal bei Flughäfen alles zu tun hat. Natürlich, Ma'am. Gut, also der scheint mir harmlos zu sein, der telefoniert ja eigentlich nur. Aber wir sind ja hier in Splinter Cell, also warum sollten wir nicht das hier machen? Ach nee, wieder so ein Fettsack. Könnte sein, ja? Haben die uns erwischt? Oh, das ist ein Terrorist. Wo ist der andere? Nein, 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 der rennt zu einem Alarmdingens. Der rennt zu einem Alarmdingens. Ich warte jetzt nur noch drauf, dass wir, dass jetzt kommt. Wir haben keine Wahl. Sie müssen sterben. Ach ja, stimmt. Gut, dass du mich daran erinnerst. Gute Arbeit, Fischer. Das war auch unser letzter Schuss. Bis auf Soth Leibwache sind alle erledigt. Nach dem Funkverkehr zu urteilen, befinden sie sich bei Soth. Wir sind ziemlich sicher, dass er sich auf den Wartungsstegen über der Abfertigungshalle aufhält. Schalte ihn und seine Begleiter aus und nimm den MD-133-Behälter an dich. Er hat anscheinend doch nicht Alarm gerufen, sondern ist, so dumm wie er ist, wieder zurückgelaufen. Naja. Oh, da klingelt das Telefon. Soll ich rangehen? Später vielleicht. Hehehe, angenommen, das Licht würde jetzt angehen, dann hätten wir sofort verloren. So sieht man das jetzt aus dem Blickwinkel der Kamera. So ungefähr? Ja. Ziemlich witzig. Okay, ich glaube, ich kann hier speichern. Wir haben jetzt nur noch unsere SC-20K. Die Pistole haben wir verbraten, munitionsmäßig. Das sind auch wieder ein paar. Moment mal, ich gehe mal ans Telefon. Ach ja, ach, ich vergaß, das Sam ist ja zu behindert, genau. Was ist das? Keine Ahnung. Wisst ihr, was das ist? Ich weiß nicht, was das ist. Egal, nicht so wichtig. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste ist, wir gehen hier entlang. Die zweite wäre aber auch, wir gehen dort lang. Das Problem ist, hier steht einer und hier ist... Ja, hier haben wir alles frei. Bis auf das hier Licht ist, das wir noch ausknipsen müssen. Ich glaube, um Munition zu sparen, nehme ich den anderen Weg. Weil wir haben nicht mehr so viel Munition. Wir haben jetzt nur noch unsere SC-20K und noch ein paar Granaten und mehr haben wir nicht mehr. Nein, ich will das jetzt nicht benutzen. Ich will das nicht benutzen. Lass mich. Ich will das nicht nehmen. Nein. Ich habe doch gesagt, ich will es nicht nehmen. Nein, kein Ablenkungssystem. Wie schalte ich das jetzt aus? Moment, was ist das? Schnellfeuer? Kann man da um Schnellfeuer umschalten? Moment, ich speichere mal kurz, um zu schauen, was das ist. Das würde mich jetzt interessieren.
Schnellfeuer! Warum weiß ich das nicht? Warum erfahre ich das erst im letzten Level? Scheiße. Schnellfeuer. Das ist es. Oh man. Ist das jetzt Schnellfeuer? Nee, okay. Boah, das Telefon nervt. Der ist ganz schön hartnäckig. Ich hätte schon längst aufgelegt. Schalter benutzen? Aber wohl nicht Schalter, glaube ich. Ich schlage vor, wir machen eine kurze Pause. Wo gehst du jetzt hin? Ach, das sind zwei... Drei! Vier! Da komme ich ja nie im Leben vorbei. Ist da ein Terrorist dabei? Ne, Quatsch, wir haben ja schon alle ausgeschaltet, das stimmt ja. Eins, zwei, drei, vier. Vier Leute, scheiße. Ich probier's mal. Wir sind ja so gut im Schleichen. Nicht pennen! Wofür bezahlt dich der Chef eigentlich? Also fürs Pennen bestimmt nicht. Oh Gott, die kommen! Die kommen! Schnell! Versteck den Körper, Sam! Versteck den Körper, Sam! Du sollst den Körper verstecken! Schnell! Oh! Spiel, was machst du? Oh Gott. Ich krieg hier noch einen Herzanfall wegen dem Spiel. Gut, dann tun wir den mal zu unserer Sammlung hinzufügen, zu unserer Körpersammlung. Verdammt, hier ist Licht. Dim, 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 dim. Was tut mir nicht alles, um Munition zu sparen? Aber wir haben ja Zeit, ne? Dieses Let's Play, das wollen wir ja noch genießen, die letzten paar Minuten. Deswegen zögere ich das jetzt noch ein bisschen hinaus. Ich habe schon bereits ein anderes Let's Play gesehen. Es ist nicht mehr so viel, was wir machen müssen. Oh mein Gott, wenn jetzt die Kamera da... Das ist scheiße. Was haben die denn da? Hier ist keiner. Der sucht wahrscheinlich seinen Kollegen. Hey, wo ist Günther hin? Gerade saß er doch da und hat gepennt. Günther, wo bist du? Also, hast du Günther gesehen? Nein, ich habe Günther nicht gesehen. Jetzt lass mich in Ruhe. Gut, ich würde sagen, wir schalten... Jetzt sind es ja nur noch drei, oder? Ja, drei sind es nur noch, genau. Ich schalte mal alle einzelnen... jede einzelnen aus. Einer nach dem anderen. Als nächstes schalten wir den Fuzzi da aus. Der an der Kaffeemaschine da ist. Wenn du schreist, werden tausende Menschen sterben. Okay. Das ist Nummer 2. Die anderen zwei sind draußen und haben wahrscheinlich Pause oder sowas. Was sind das eigentlich für ein Raum? Konferenzraum oder sowas? Oder ein Pausenraum könnte es auch sein, weil hier eine Kaffeemaschine ist. Könnte eigentlich alles sein. Naja. Ist das schwer? Oh Gott! Oh, ich habe Mitleid, wo er die Fettsäcke transportiert hat. Die waren wahrscheinlich noch schwerer als der Typsi. Nein, ich will die nicht ablegen. Ich will doch nur die Tür öffnen. So, open the door. Ach, jetzt kommt nichts. Ruft er schon wieder an? So. Oh Mann. Sieht ja richtig witzig aus. Gruppenkuscheln. Okay, jetzt kommen die nächsten zwei. Warum haben wir eigentlich unsere Pistolen noch ausgerüstet? Wir brauchen die hier.
Okay, nochmal ein Safe. Schalter benutzen. Nein, wenn wir den benutzen, dann verlieren wir sofort. Hier ist es sehr hell. Zeigt das Ding an. Wo schauen die denn raus? Genießen wahrscheinlich die Aussicht von oben. So, dann gehen wir jetzt hier raus. Das ist Wahnsinn. Eine weitere Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen führt zu massiven Verkehrsproblemen. Sicher. Schauen Sie in die Abfertigungshalle. Was für ein Chaos. Mein Gott, warum brauche ich das nicht? Wir haben einen Hinweis, wo sich Soth aufhalten könnte. Er scheint sich in der Abfertigungshalle unter dir zu befinden. Fischer, wir müssen das genau wissen. Suche Soth in der Abfertigungshalle. Wir müssen ihn identifizieren. Der kam mit dem Bein schon wieder. Möglicherweise bin ich zu weit weg. Versuch's vom Balkon aus, die Rolltreppe runter. Ja, okay. Aber zuerst müssen wir die noch verstauen hier zu unserer Sammlung. Oder auch woanders hin. Wir müssen die ja nicht unbedingt bei unserer Sammlung verstecken. Hier ist es ein bisschen dunkel. Ich glaube, hier verstecken wir sie. Da müssen wir nicht extra zu unserer Sammlung zurücklaufen. Wobei das Offset zeigt an, wir sind ziemlich hell gerade. Also demnach werden die Körper auch bestimmt hell sein. Wir könnten sie da runterschmeißen, das wäre auch ganz witzig. Hier ist es ein bisschen dunkler. Ja, ich glaube, hier ist ein guter Ort, genau. Hier. Vor der Rolltreppe. So, dann sein Kollege kommt auch noch dran. Und wieder ein kleiner Quicksave. Ich glaube, hier mache ich wieder einen großen Save. Und zwar vielleicht unser letzter Save in diesem Let's Play. Mal schauen, wenn wir gut sind. Schaffen wir es vielleicht sogar noch. In diesem Part. Na, jetzt aber, warum geht hier keine 6? Achso, ich habe die Umschalttaste aktiv. So, jetzt. So, hier ist der letzte. Ja, jetzt haben wir 4 Leute hier in diesem Raum ausgeschaltet. Das muss man erstmal schaffen. Also der Typ, wo ich zugeschaut habe, also der Typ von dem anderen Let's Play, was ich gesehen habe, der hat hier die Lichter ausgeschaltet. Was sehr eine Munitionsverschwendung ist, weil man die Munition am Schluss noch braucht. Deswegen habe ich mir immer gedacht, ich nehme mal hier diesen anderen Weg. Gut, dann schleiche ich mich jetzt nach unten. Hier ist es zwar hell, aber... Hä? Was hat denn jetzt? Ich verstehe es nicht. Na gut, dann nehmen wir den anderen Weg. Fischer, finde Soth im Bereich unter dir. Benutze Wärmebildgerät und Fernglas. Hier sind lauter Kameras, genau. Ich zeige euch mal, wo die Kameras sind. Also hier hätten wir zuerst eine. Moment, wo ist die? Wo ist die? Da war doch gerade eine. Ja genau, hier ist eine hinter diesem Schild, wo Elevator steht. Dann haben wir hier noch eine. Da ist hier drin noch eine. Da an der Ecke, seht ihr die? Also an den Ecken halt hier in diesem Raum drin. Jetzt müssen wir da nach unten schauen. Hä? Ah, da unten. Hab sie. Okay, wir haben ihn. Bestätigt. Er hat den letzten ND-133 Behälter. Und ein paar Leibwächter auch noch. Okay, wieder ein Quicksave. Jetzt müssen auch die Kameras aufpassen. Ich möchte auch Munition sparen. Ich würde sagen, ich renne hier einfach durch. Ich meine, hier ist es einigermaßen dunkel. Die Kamera müssten uns nicht entdecken, wenn wir Glück haben. Ach, der Sam ist zu behindert über Plants vs. Sam. Sie haben dich auf einer Kamera. Fischer. Sie geben Alarm. Der kann sich nicht durch ein bisschen Gestrüpp da. Och Gott, Sam, das gibt's doch nicht. Können wir die zerstören? Nein, können wir nicht. Okay, laden. Aber wir können die Kamera ein bisschen stören. Moment. Oh Gott, hoffentlich schaffen wir es.
Wir müssen außerhalb des Winkels der Kamera kommen, ehe das abläuft. Oh, knapp. Aber wir haben es geschafft. Gut, die lädt sich wieder auf. Oder in unser Stördingens lädt sich wieder auf. Können wir da jetzt rein? Hier in dem Aufzug? Aufzug hat keinen Strom. Super. Echt toller Flughafen. Da muss sowas gewährleistet sein. Naja. Können wir den verwenden? Auch nicht. Aber den da. Ja, genau. Ah ja. Gehen wir mal nach unten. Nach unten. Warum geht's nicht? Na gut, dann nach oben. Mich wundert's. Ich dachte, jetzt geht's nach unten, weil unten ja der Ding ist. Der Sardone oder der Sos. Keine Ahnung. Der Aufzug hat angehalten. Danke, Lambert. Sos Leute haben oben den Strom abgestellt. Sie schalten alle möglichen Störquellen aus. Du musst darauf, schnell. Wenn du dir einen Weg durch den Notausgang bahnen kannst, gelangst du zu einem schmalen Durchgang, der dich zu den Wartungsstegen bringt. Los geht's. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, Worst-Case-Szenario mit Bear Grylls im Aufzug stecken bleiben. Scheiße, okay. Verdammt, geht nicht. Wie kommen wir jetzt da raus? Hier da oben vielleicht? Hier geht auch nichts. Hä? Wie kommen wir jetzt da raus? Nee, das geht nicht. Müssen wir uns da freischießen oder was? Ah! Stell dir mal vor, man hätte hier keine Munition, dann könnte man hier nicht mehr raus. Ah ja, gut. Ich glaube, das könnte man auch mit der Hand machen, aber der Sam, der ist so behindert, der macht alles radikal mit der Knarre. Na los, jetzt spring hoch! Spring hoch, Sam! Na los jetzt! Sam? Du sollst ja hochspringen! Hallo, Sam? Du sollst da hoch springen! Verdammter! Oh Gott! Das hat ja Jahre gedauert. Oh, hoffentlich ist da kein Zeitlimit drin. Okay, nochmal Spiel speichern. Damit nehme ich mal wieder ein bisschen zurück. Also nicht wundern, falls jetzt da gerade ich ein bisschen leiser spreche oder lauter, je nachdem. So, jetzt geht's hier nach oben, glaube ich, ne? Ja, genau. Ah ja, okay. Ja, sowas kann das Sam wieder. Aber den Aufzugsschacht da oben zu öffnen, das kann er nicht. Müssen wir jetzt nach unten, oder was? Ich gehe mal nach unten und schau. Oh, heiß Ende. Oh, okay, ich glaube, es geht hier nach oben, ne? Ja, genau. Gut, dass ich das andere Let's Play gesehen habe, oder auch schlecht, je nachdem. Jetzt weiß ich nämlich, wo es lang geht. Das ist ein bisschen, ja. Ihr wollt ja sehen, wie ich hier ein bisschen rumfaile, aber daraus wird wohl nichts. Ach ja, ich habe ja an diesem Anfang des Parts ja auch gesagt, dass es Freakouts geben wird. Ich glaube, daraus wird nichts mehr, weil ich bin gerade ziemlich gut gelaunt. Ja. Oh Gott, es dauert. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich euch voll labern? Wie der Sender hochklettern oder was? Sowas könnte ich auch in Real. Ohne Scheiß, das könnte ich echt in Real. So Ding hochklettern. Es war sehr. Geht zwar sehr an die Hände und man hat so einen Krampf in die Hände, aber ich kann sowas. Ich kann sowas. Ja. Naja, okay. Was soll ich denn noch darüber quatschen? Sowas kann, glaube ich, auch, sowas kann, glaube ich, jeder Sportler. Ach, keine Ahnung, ich weiß gar nichts über Sport. Okay, jetzt haben wir es gleich geschafft, da muss ich euch nicht mehr zuquatschen. Zum Glück. Mensch, das ist doch scheiße von Ubisoft. Damit wollen sie, glaube ich, das Spiel künstlich noch in die Länge ziehen. Rechts. Rechte Hand, linke Hand, rechts. Links, rechts. Hä, und jetzt? Hä? Ach, jetzt hängt er sich an dem Stahlträger fest. Sowas kann das Sam, genau. Hä? Sam, was machst du da? Na los, lass dich fallen.
viel Spaß. Hier, Quicksave. Ja, ich habe keine Ahnung, wo es jetzt hochgeht. Du sollst... Nein, nicht dahin. Geh da rauf. Du sollst da rauf, ja genau. Nein, nicht darauf. Nicht umdrehen. Du sollst darauf. Na los, lass dich fallen. Nein, du hast es doch gerade eben. Lass dich fallen. Ah. So. Ach. Nein, nicht darauf. Ich sagte nicht darauf. Gott. Nein. Ups. Ich glaube, wir haben das falsche Stahlseil genommen. Kann es sein? Ah, ist auch mal ein würdiges Ende. Vom 30. Stock runtergefallen. ja, hier musst du hin. Nein, nicht der Stahlträger. Du magst den Stahlträger, nicht wahr? So ist dahin, so ist ein bisschen runter, damit du nicht wieder auf den Stahlträger gehst. So, jetzt nehmen wir hier das andere. Gut, dass hier dieser Stahlträger hier war. Moment, da geht's rein. Ne, da kommen wir her. Das ist ja unser Aufzug, genau. Wir müssen ja nach oben. Ab geht's nach oben. Da geht's rein. Da geht's rein. Da geht's rein. Oder geht's noch weiter hoch? Ich habe keine Ahnung. Ich fange jetzt einfach zu... Da geht's rein. Okay, Sam, du hast mich gehört, wie es weitergeht. Ja, gut. Jetzt nach unten. Ah, da geht's rein. Da ist sogar jemand. Bam. Nach unten klettern. Genau, mach das mal. Hä? Nein, nicht nach unten klettern. Nein, 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 nein. Na gut, dann nach oben klettern. Ja gut, ich glaube, so hätte man das auch machen können. Da hätte sich der Fahrgast bestimmt gewundert. Können wir den jetzt da... Moment, ich will den jetzt da runterschmeißen. Das wäre ganz lustig jetzt. Das so jetzt öffnen und dann runter den Typen da so runterschmeißen. Moment. Da verlieren wir zwar, aber das ist mir wert. Trap Obsturbit, was? Ich kann kein Englisch, verdammt. Irgendwas mit Falle. Geht's hier weiter? Ich bin's. Wie sieht die Anzeige aus? Oh Gott. Nur eingehende Flüge, wir sprachen darüber. Richtig, richtig. Wie steht's mit den Mittelstrecken- und Vegas-Flügen? Ich will nicht loslegen, bevor sie ausgestiegen sind. Ja, aber sind sie denn raus? Ausgezeichnet. Noch ein paar Minuten. Over. Das sieht für mich nicht wie ein Unfall aus. Die Jungs von der Sicherheit haben das schon überprüft. Du brauchst einen Meißel, um die Bolzen so zuzurichten. Wie auch immer, reparieren wir es. Ich habe in der Stunde... Scheiße. Tut mir leid, aber ihr müsst... Ah nein, ihr seid Zivilisten. Zivilisten? Ja, Zivilisten. Da oben sind die Bösen. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when I come for you, bad boys, bad boys? Ja, ich glaube, das haben wir ziemlich verbockt gerade. Wisst ihr was? Wisst ihr was, was wir in so einer Situation jetzt machen? Verdammt, er ist zu behindert, über das Gelände zu springen. Okay. Jungs von der Sicherheit haben das schon überprüft. Du brauchst einen Meißel. Und die Bolzen... Da bewegt sich jemand. Nein, da bewegt sich niemand. Ah, da ist ein Rohr. So, können wir die jetzt so ungefähr ausschalten mit dem neuen Future? Nee, geht nicht, schade. Nein, ist es nicht. So, ich folge jetzt einfach mal dem Rohr und schau, wo es lang geht. Das
Oh Gott, soll ich das Licht hier ausschalten? Verdammt, das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe hier den falschen Winkel. Was macht ihr denn da? Die reparieren irgendwas. Keine Ahnung. Ja, ich arbeite hier. Ich bin hier der Chef von dem Ganzen. Ich will nur eure Sicherheit überprüfen. Und momentan bin ich nicht begeistert. Ey, seid ihr blöd? Wegen euch sterben jetzt Tausende. Schönen Dank auch. Ich knall sie jetzt einfach mal von hier aus ab und schau. Nee, wobei ich muss höher kommen. Was? Zug? Wie kommst du jetzt auf den Zug? Ich mag Züge. Hallo? Niemand. Sag ich doch gerade. Hier muss irgendeine Leiter nach oben... Hier muss irgendeine Leiter nach oben gehen. Aber wo ist die? Wo ist die Leiter, die hier nach oben führt? Da ist ein Terrorist, whatever. Wie geht's hier nach oben? Wisst ihr es? Ich weiß es nicht. Ich hatte wohl Halluzinationen. Ja, ich krieg langsam auch Halluzinationen. Da ist eine Treppe. Geht's hier nach oben? Hier geht's nach oben, okay. Wie kommen wir dorthin? Aha, aha. Okay, das sind zwei Zivis. Verdammt, da ist was im Weg, da kommen wir nicht vorbei. Keine Ahnung, vielleicht kommt das ja auch da hoch. Ich schau mal nach, ob es geht. Da drüben bewegt sich was. Ach, du hast schon Paranoia. Jetzt bildest du dir alles nur ein. Na, dachte ich mir, dass es hier nicht hochgeht. Wir müssen da vorbei, wo die jetzt stehen. Scheiße. Ich lock sie mal weg. Nein, nicht da! Ey, ah! Oh, ihr seid in die falsche Richtung gegangen mit eurem schlechten Scheißgehör. Ich hasse euch. Na komm, das schaffen wir noch. Ich glaube an dich, Sam. Oh Gott, wir stehen unter Beschuss. Da! Ah. Nein! Der Zivi hat so ein schlechtes Gehör, der hätte nach links gehen müssen, nicht nach rechts. Spacko. Boah, der hat einen Schraubenschlüssel in der Hand. Oh Gott. So sind die jetzt. Wärmebild. Ah, hier sind sie. Kann ich hier runterschießen? Nein, natürlich nicht. Aber ich kann so schießen. Phänomenale Arbeit, Fischer. Yes! Nicht nachlassen. In wenigen Minuten haben wir hier viele tausend Tote. Hol den ND-133 Behälter. Ja, ich habe es. Moment. Oh Gott. Wo ist der? Da noch die Leiter hoch. Schnell, Sam! Noch 20 Sekunden! Oh, 20! 19! 18! Nein! Game over? Ah, da ist er! Da ist er! Da ist er! Oh Gott! Oh Gott! 10! 9! Ja! Es sind noch 11 Minuten auf dem Tag. Verdammter Mist! Das sind 5 weniger als wir dachten! Selbst mit der Osprey bekommen wir es nicht aus LE raus! Wir müssen den Behälter irgendwie versiegeln. Es müsste ein Behälter aus gehärtetem Stahl sein. Er muss der Dekompression widerstehen. Wir evakuieren den Flughafen. Das sollte die Zahl der Opfer unter 1000 halten. Fischer, vielleicht kommst du schnell nach unten. Wenn wir den Behälter im Untergeschoss dekomprimieren, reduzieren wir die Zahl der Toten vielleicht auf ein paar Dutzend. Ich habe eine bessere Idee.
Ja, bitte. Ja, wir haben das Spiel durchgespielt. Yippie! Los Angeles, internationale Airport. Natürlich in Los Angeles, Kalifornien, USA. Durch das Ausschalten von Norman Source wurde die letzte von Sully Sardonos Versicherungspolicen außer Kraft gesetzt. Der letzte ND-133-Behälter ist jedoch nach wie vor scharf geschaltet und wird in den nächsten Minuten dekomprimiert. Third Echelon tut alles, um die Sicherheitskräfte des Flughafens zu alarmieren, damit sie die Zahl der Opfer durch geeignete Maßnahmen möglichst gering halten können. Ja, das war's wieder von einem Splinter Cell Let's Play. Das nächste Splinter Cell Let's Play ist Chaos Theory. Und zwar startet es nach Team Fortress 2. Jetzt mache ich erstmal Minecraft fertig und dann kommt Team Fortress 2. Und nach Team Fortress 2 geht's wie gesagt mit Chaos Theory weiter. Also bis dahin wünsche ich euch viel Spaß noch mit meinen anderen Projekten, falls ihr die anschauen wollt. Ja. Und danke fürs Zuschauen. Viel schönen Tag euch noch und ciao! Warum sind hier lauter chinesische Symbole? Ich kann das alles lesen! Luvodik, blub blub blub, Palast, zum Beispiel. Multiplayer, oh Gott, hoffentlich ist die Musik nicht Copyright geschützt, das wäre kacke. Nein, ich habe es ja bei dem anderen Netzplayer gesehen, der das Spiel auch gespielt hat, bei dem war es nicht urheberrechtlich geschützt. Ja, also die Musik ist völlig legal, glaube ich. So, jetzt muss ich was Lustiges machen, oder? Was mache ich denn jetzt Lustiges? Ich habe hier so ein... Soll ich wieder das spielen, wie bei Cryostasis? Ich habe keine Ahnung. Ja, also Pokémon... Ja, ich zock mal Pokémon. Moment, ich habe hier mein DS. Epische Musik! Lalalalala! So, mein DSi ist gestartet und auch Pokémon Schwarz 2 ist es, falls ihr das wissen wollt. Was kann er da? Na egal. Da. Pokémon Schwarz 2! Und hier ist Zekrom. So, also ich bin bei mir gerade in der Elektrolythöhle, glaube ich. Oder nee, in Panero City, glaube ich, bin ich. Ja doch, Elektrolythöhle, genau. Und hier ist ein Wanderer. Lalalalalala, weit mit Seil. Oh, das soll nicht besser, heut mein Seil sagen. Was, da ist Jürgen? Oh Gott. Oh Gott, Onyx. Onyx, was mache ich gegen Onyx?
Wahrscheinlich ist es jetzt ziemliches Musikgeraffel hier jetzt in diesem Video. Na, aber es ist egal, das ist Freakout. Freakout? Nee, das ist Outtake. Quasi ein bisschen. Keine Ahnung. Surfer! Na egal, komm, scheiß drauf. Ach, ist schon vorbei. Ja, perfektes Timing. Okay, dann tschüss, Leute.